Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute machen wir zusammen ein Unpacking. Mich hat ein Riesenpaket erreicht. Die liebe Anka macht ja so ein bisschen immer ein Geblubber-Wanderpaket mit anderen Booktubern, aber auch Zuschauern. Und mich hat das Paket von der lieben Nina erreicht und ich möchte euch natürlich ein bisschen teilhaben lassen. Was ist da jetzt Schönes drin? Was nehme ich raus? Was gebe ich mit hinein? Und die liebe Anka wird es am Ende dann von der zweiten Staffel, also wir sind es glaube ich in der zweiten Runde, wird sie es dann zurückerhalten und dann natürlich auch ein finales Video machen. Was hat sie reingepackt? Was kommt am Ende bei ihr an? Und ich bin sehr gespannt, was in diesem riesengroßen und schweren Paket drin ist. Ich habe es nur geöffnet und das erste Papier ein bisschen verräumt, aber jetzt sehe ich hier tatsächlich ein bisschen mehr Papier. Ja, es beginnt mit dem Notizbüchlein. Das hat Anka, glaube ich, schon bei ihrer ersten Staffel sozusagen mit reingenommen, genau wo alle so ein bisschen ihre Gedanken mit reinschreiben können. Ich glaube, auch einige haben dann immer mal reingeschrieben, was sie reingelegt haben, was sie rausgenommen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall ein bisschen aufs Durchblättern und bin da sehr, sehr gespannt. Und da sehe ich schon das erste Buch mit einem grandios geilen Buchschnitt. Es ist von Mara Wolf, tausendmal schön. Ein Buch, was optisch wirklich richtig, richtig toll ist und auch wirklich einen ganz schönen Buchschnitt hat. Was ich aber vor zwei Jahren gehört habe. Also ich kenne das Buch schon. Ich hatte es als Hörbuch. Ich glaube auch, dass ich es gar nicht beendet hatte, sondern es, glaube ich, tatsächlich auch abgebrochen habe, weil mir irgendwie die Wendungen dann doch nicht so gefallen haben. Denn es geht zwar irgendwie so um ein ewiges Leben, richtig, und man hat schon tausendmal gelebt. Und ja, war irgendwie nicht meins, soweit ich mich erinnere, aber optisch auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Buch. Was haben wir noch? Selfmade Lesezeichen. Wer mag, darf sich gerne welche rausnehmen. Liebe Grüße, Lisa, Katharina, Gedankenlabor. Ui, also da gucke ich auf jeden Fall dann mal mit rein, was sich da bei mir finden wird. Oh, dann haben wir einen Thriller. Free Fall, die Wahrheit ist dein Tod von Jessica Barry aus dem DTV Verlag. Ich bin ja nicht mehr so die ganz große Thriller-Leserin. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wenn dein Leben eine Lüge ist, kann die Wahrheit dich töten. Wir haben hier ein Flugzeug, das über den Rocky Mountains abstürzt und nur die 30-jährige Ellie überlebt. Und dann muss sie ganz auf sich allein gestellt versuchen, einen Weg durch die Wildnis zu finden. Doch sie ist nicht allein. Ellies Kampf ums Überleben wird zu einem Wettlauf gegen einen mörderischen Verfolger. Und dann heißt es hier, ein Roman wie ein Tanz auf dem Hochseil, berauschend emotional, ein Thriller von unglaublicher Kraft und echter Tiefe. Klingt gar nicht so schlecht, kommt auf jeden Fall mal auf den Vielleicht-Stapel. Bei Thriller, ich habe da glaube ich wirklich nur 3 oder 4 aktuell irgendwie auf dem Sub. Und manchmal kommt man ja doch in diese Thriller-Laune und dann ist es schön, wenn man ein bisschen Auswahl hat. Also kommt definitiv auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir einen Krimi und zwar von David Mark, Ewige Buße. Und ich bin jetzt ja per se gar nicht groß der Krimi-Leser. Also ich, wenn ein, zwei Krimi im Jahr lese, ist es wahrscheinlich schon viel. Es ist auch ein britischer Bestseller sozusagen. Gnadenlos ist die deutsche Erstausgabe. Wir begleiten hier Detective Hector McAvoy. Er kann die Härte seines Jobs, so rum muss ich sagen, gut wegstecken. Er hat nur eine Achillesferse, seine Familie. Er liebt seine Frau. Sie hilft ihm, an das Gute im Menschen zu glauben. Doch jetzt versetzen brutale Morde das englische Städtchen Hull in Angst und Schrecken. Und mit jedem Toten kommt der Mörder näher an sein Ziel, nämlich die Frau unseres Detektivs. Ja, ich bin nicht die Krimi-Leserin, deswegen ist das für mich eher kein Buch und darf auf jeden Fall auch weiterlesen, vor allem weil er mich jetzt eben nicht ganz so anspricht. Dann von Jenny Colgan, Wo dich das Leben anlächelt, aus der Happy Ever After Reihe. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist. Es ist der zweite Teil. Ich habe damals den ersten Teil gehört, da ging es ja, also wir sind ja irgendwie in Schottland unterwegs gewesen, auch im ersten Teil, und da ging es ja um einen Bücher VW-Bus, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ich weiß gar nicht, warum ich die Reihe damals nicht weitergehört habe, weil von Jenny Colgan gibt es ja auch die wunderbare Bäckerei am Strandweg und irgendeine Küche auch irgendwie am Meer. Und die haben mir im Hörbuch ja super gut gefallen. Und das, im ersten Teil hatten wir die Bibliothekarin Nina, genau, die immer weiß, was ihre Kunden gerade brauchen. Und dann gibt es einen Bücherbus in den Highlands, so war's.
Das war der erste Teil und das ist jetzt der zweite Teil. Das finde ich ja super cool. Und hier sind wir auch wieder in Schottland, denn das hektische Leben in London ist kein Streichelzoo für die alleinerziehende Mutter Zoe. Und dann bekommt sie ein Jobangebot aus dem schottischen Dorf. 3 reizende Kinder soll sie betreuen und in einer Buchhandlung aushelfen. Das klingt schon richtig schön. Wir sind da auch idyllischer Natur. Schottland ist tatsächlich wundervoll. Blauer Himmel, frische Luft und erholsame Stille. Doch dann ist der Rest irgendwie eine Mogelpackung. Und ja, wird jetzt auch mal auf dem Vielleicht-Stapel landen. Für mich funktionieren Wohlfühlromane ja sehr häufig eher besser als zum Hören. Aber ich lege es mal mit dem Thriller auf den Vielleicht-Stapel. Ui, dann haben wir hier sogar ein noch eingeschweißtes Exemplar. Überleben in 10 Schritten von Rachel McIntyre aus dem Magellan Verlag. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht zu sehr. Also pinkes Buch, also eine mega geile Farbe. Passt farblich sehr gut heute zu mir. Magellan ist ja, glaube ich, auch eher so Kinder- und Jugendbuch, wenn ich das richtig weiß. Ja, das klingt auf jeden Fall schon super lustig. Er beugt sich vor und ich beuge mich vor und dann bam. Also wenn das schon eine Beschreibung ist, sehr cool. Nur wir zwei um die dunkle Nacht und wir küssten uns und waren uns ausnahmsweise mal einig. Es fühlte sich absolut richtig an, mein ganzer Körper kribbelte, so richtig war es. Daisy könnte nicht glücklicher sein. Toby, der begehrteste Typ am College, hat sich ausgerechnet sie ausgesucht. Wolke 7 lässt grüßen. Und er ist ja auch so süß. Ständig fragt er nach Selfies, sogar mit Oma, schickt ihr Blumen und taucht aus dem Nichts auf, um sie zu überraschen. Wobei, irgendwie übertreibt er vielleicht doch ein bisschen. Ich bin tatsächlich gerade so überlegen, wie ernst ist diese Geschichte sozusagen gemeint? Also im Sinne von, meint das der Typ ernst? Was verbirgt er? Ich werde das auch mal auf den Vielleicht-Stapel legen, weil ich Magellan-Bücher, die wenigen, die ich, sage ich mal, gelesen habe, immer sehr, sehr gut fand. Und ich gucke es mir auf jeden Fall mal näher an, werde vielleicht auch die ein oder andere Rezension dazu dann lesen. Und ein Buch, das ich schon kenne, Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Ich habe die Reihe damals, als sie frisch rauskam, auch relativ zeitnah gelesen. Ich glaube Band 1 und 2. Und ich glaube, ich bin dann bald dran, Band 3, genau, beim Goldenen Käfig bin ich irgendwie ausgestiegen. Da ging es ja um mehr, genau, ach, ganz schrecklich. Was das für eine Entwicklung genommen hat. Es geht ja um die Roten und die Silbernen und je nachdem, welches Blut man hat, zu denen gehört man, die etwas nobleren gehören, glaube ich, den Silbernen an, die haben auch irgendwie besondere Kräfte und dann kommt aber mehr und die ist eigentlich eine Rote, hat aber Kräfte wie eine Silberne und soll jetzt eben irgendwie mit ihren Fähigkeiten hier etwas machen. Und ich weiß, dass ich den ersten Teil großartig fand, war eine richtig tolle Jugendbuch-Dystopie und beim zweiten dachte ich schon, ach, diese Protagonistin geht mir auf den Nerv und im dritten war ich dann, glaube ich, also ich habe das, glaube ich, tatsächlich auch abgebrochen. Aber der erste Band war auf jeden Fall richtig, richtig toll und bleibt auf jeden Fall im Karton. Und dann haben wir hier, das Cover finde ich aber schön. Bittere Lügen von Karen Perry wird als Roman betitelt. Hätte für mich jetzt auch so ein bisschen einen Thriller-Touch, wenn ich ehrlich bin. Aber also das Cover sieht das nicht richtig, richtig toll aus? Also sehr, sehr atmosphärisch. Also es ist ein Psychodrama, zumindest wie es hier hinten drauf heißt. Dieses Buch werden Sie nie mehr vergessen. Ist fesselndes Psychodrama und beklemmend emotionale Reise in einem. Das klingt gut. Auf einmal drehte er sich um und sah mich an und schlagartig verlangsamte sich alles. Das Trommeln hörte auf, das Gebrüll wurde leiser, die Menschenmenge verschwand. In diesem Moment gab es nichts anderes, nur mich und den Jungen und unsere Blicke hielten einander fest. Dylan, ich schnappte nach Luft und das Blut rauschte mir in den Ohren. Mein Sohn, mein toter Sohn. Dylan ist tot, seit 5 Jahren. Doch dann glaubt Harry, seinen Sohn auf der Straße erkannt zu haben und will ihn unbedingt finden, mit schrecklichen Folgen für ihn, für seine Frau Robin und für einen kleinen Jungen. Das Spannungshighlight aus Irland, voll emotionaler Wucht, hintergründig atemlos. Ja, da wären wir wieder beim Thema Thriller. Klingt mega spannend und könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, landet auch mal auf dem Vielleicht-Stapel mit. Was ist denn hier Großartiges drin? Nachträglich als Goodie beigelegt. Wer mag, darf es gern behalten. Liebe Grüße, Lisa Katharina von Gedankenlabor. Unter Wasserflimmern von Katharina Schaller war es ein etwas dünneres, kleineres Büchlein vom Cover. Auch sehr schön, wie ich finde. Also wenn hier jemand so unter Wasser ist. Ich habe ein Stück Land gekauft, sagt ihr Freund. Wir bauen uns ein Haus. Da stehen sie nur noch sie beiden. Nur noch er, der für sie alles sein muss. Und sie, die alles für ihn sein muss. Was, wenn sie das nicht will? Nicht heute, auch nicht morgen, weil ein Mensch allein für den anderen vielleicht gar nicht genug sein kann.
Hui, schreibt über Freundschaft und Familie, unverhoffte Beziehungen und Liebe, über Vertrauen und Begehren, Grenzen und Nähe. Darüber, was passiert, wenn wir durch unsere Körper miteinander in Dialog treten. Das klingt ja irgendwie interessant. In welche Richtung geht denn das? Ah ja, okay, also hier ist der Hinweis auf... Also es wird als Roman betitelt. Also es hat irgendwas, darf auf jeden Fall erstmal auf den vielleicht Stapel. Dann, hui, ja, Silvia Branger, das ist schon das Cover, nicht so meins, Mike. ja, ich bin bei dem Cover gefühlt schon raus. Aus dem 7 Verlag. Als Damien Lancaster in der Werkstatt ihres Vaters auftaucht, verwandelt sich Mike Callahans so geregeltes, zufriedenes Leben von einem Tag auf den anderen in ein emotionales Chaos. Anfangs verflucht sie Damien dafür, doch gerade als ihr die Aufregung, die er in ihrem Alltag bringt, zu gefallen beginnt, wirft eine Erkenntnis über ihre Familie vollkommen aus der Bahn. Wir begeben uns irgendwie auf die Suche nach Antworten, die Route 66 hinunter, immer an ihrer Seite, schon bald. Nein, nein, ist definitiv nicht für mich. Also ich, da bin ich gefühlt direkt relativ schnell raus. Ja, auch, ich glaube auch bei dem Cover muss ich gar nicht so viel sagen. Ja, in love with an outlaw. Also es ist schon wahnsinnig spannend, wie auch so Titel manchmal gewählt werden. Zwei Rivalen, eine Frau und eine Begegnung, die alles verändert. Mehr muss ich schon gar nicht wissen. Und ja, das ist natürlich ziemlich hart, aber manchmal muss man so sein. Ja, und das letzte Buch ist dann auch, glaube ich, relativ neu von Ann Napolitano. Der Morgen davor und das Leben danach. Ich glaube, ist das nicht sogar erst dieses Jahr erschienen oder Ende letzten Jahres? Richtig. Na, ich dachte, das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch so auf Bookstagram und so gesehen. Es ist ein New York Times Bestseller. Einer der berührendsten Geschichten, die man dieses Jahr lesen wird. Denn an einem Sommermorgen besteigen der 12-jährige Edward und seine Familie ein Flugzeug, das sie von New York nach Los Angeles bringen soll. Auf halbem Weg über das Land stürzt das Flugzeug ab. Edward ist von 192 Passagieren der einzig Überlebende. Was geschah in den Stunden davor? Wie geht sein Leben nach dem schmerzvollen Verlust weiter? Die atemberaubende Odyssee so. Eines Jungen, dessen einsames Herz wieder lernen muss zu lieben. Pui, das klingt aber... Puh, also es klingt nach einer wirklich sehr, sehr berührenden Geschichte. Landet definitiv mal auf dem Vielleicht-Stapel. Und ich werde jetzt nach und nach so ein bisschen reinschauen, was es zu den Büchern so ein bisschen, ja, sag ich mal, an Rezensionen gibt. Oder auch an Booktube-Videos. Und dann werde ich euch auf jeden Fall dann im nächsten Schnitt sozusagen wissen lassen, was ich behalten werde, warum ich es behalten werde und was ich dann am Ende auch wieder reinlege. Aber es ist ein richtig, richtig tolles Paket. Eine schöne Mischung auch an Genres und Themen. Und ja, da bin ich jetzt sehr neugierig auf meinen Vielleicht-Stapel, der ja größer ist als der Nicht-Stapel, was da dann am Ende da bleibt. Also ja, lasst euch überraschen. Ihr müsst ja gar nicht so lange warten. So, einige Augenblicke später es hat ein bisschen länger gedauert als wenige Augenblicke, habe ich mich jetzt für 4 Bücher entschieden. Wobei eigentlich nur für 3,5, aber das andere ist... Ja, ich habe mich für die beiden Thriller entschieden. Also ich werde rausnehmen Freefall und auch Bittere Lügen. Obwohl ich in ein, zwei Rezensionen gelesen habe, dass es wohl bei dem Bittere Lüge zu einer Wendung kommt. Ja, mal gucken, wie ich die so finde. Aber an und für sich sollen das wirklich sehr spannende Bücher sein, die gute Bewertungen haben. Ich konnte jetzt auf Booktube nicht so schnell was dazu finden, aber die beiden Thriller werden sozusagen bleiben. Auch Der Morgen davor und Das Leben danach, auch wenn ich da eine kritische Stimme drin gesehen hatte auf Booktube, wo man so ein bisschen über die Übersetzung wahrscheinlich gesprochen hat, dass das so für den Coming-of-Age-Roman vielleicht doch ein bisschen banal übersetzt ist, aber das möchte ich einfach selbst lesen. Ich glaube nicht, dass das ein Buch ist, wo ich in den nächsten Wochen schon danach greifen werde. Einfach wegen der Thematik, wenn da ein Junge seine Eltern in einem Flugzeugabsturz verliert. Das Thema Trauer, das ist bei mir noch nicht ganz so einfach. Aber es spricht mich einfach sehr, sehr an. Auch diese Idee mit dem davor und dann eben, wie das Leben danach weitergeht. Da bin ich sehr gespannt. Was mich auch noch
bei Karen Perry angesprochen hat, ist, dass ja ein Autorenduo ist, soweit ich das jetzt gesehen habe oder mitbekommen habe. Und wir genau hier zwei Perspektiven haben und die eben auch von zwei verschiedenen Autoren geschrieben wird. Deswegen war das jetzt für mich auch noch so ein bisschen ausschlaggebend. Und so das halbe Buch ist das von Jenny Colgan, einfach weil ich den ersten Band so schön fand, mich frage, warum habe ich den zweiten nicht gelesen. Und ich glaube auch, dass das eher ein Kandidat zum Hören ist. Aber ich jetzt gerade so denke, wenn mir dann vielleicht der zweite gefällt, dann ist das ja auch was, was man einfach mal weitergeben kann und einfach anderen eine Freude machen kann. In meinem Freundeskreis gibt es einige, die diese Wohlfühlromane sehr gerne lesen und mögen. Und wenn mich dann vielleicht das Hörbuch begeistert, dann ja, bin ich dann vielleicht mit der Weitergabe des Buches, also es ist eher so vorsorglich, wenn es ein Highlight wird, vielleicht bleibt es dann auch im Regal stehen oder es wandert eben einfach unter Freunde weiter, weil an und für sich sind Wohlfühlromane schon eher was, was ich eher höre als lese. Oder wenn man mal am Strand liegt, wenn man dann irgendwann mal wieder am Strand liegt, aber das ist so das halbe Buch, aber ich werde, weil ich noch nicht weiß, ob ich für mich rausnehme oder eben für jemand anderen. Und ja, das sind jetzt die vier Bücher, die ich rausnehme. Ich werde jetzt mal auf meinem Stapel der Bücher, die ich so ja, über irgendwie habe, schauen, was ich da mit hier reinpacke, dass es auch schön abwechslungsreich bleibt. Und ja, bin sehr gespannt. Das seht ihr natürlich auch gleich oder später. Ich werde jetzt erstmal auf die Suche gehen und dann ja, zeige ich euch natürlich noch, was ich reinlege. So, da bin ich dann auch schon wieder und habe jetzt tatsächlich ein paar mehr Bücher als vier hier liegen, wo ich so denke, das wäre eine coole Mischung. Möchte aber vorher noch zeigen, dass ich mir auch zwei der selbstgemachten Lesezeichen rausgenommen habe, die ich optisch also richtig, richtig schön finde. Und ich bin ja auch durchaus jemand, der ein Lesezeichen so ein bisschen zum Buch aussucht, das er gerade liest. Ist das sehr strange? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, deswegen freue ich mich da auf jeden Fall sehr. Ich packe übrigens auch die Bücher, die ich rausgenommen habe, wie die, die ich jetzt reinnehme, natürlich auch in die Infobox, solltet ihr euch das anschauen. Und ich bin jetzt noch schwer am Überlegen, was hier recht gut reinpasst. Ich würde sagen, auch wenn es jetzt gar nicht die Vorgabe ist, einen Thriller gegen den anderen zu tauschen, würde ich trotzdem einen Thriller reinlegen, nämlich Underground von S.L. Gray. Ein Thriller, den ich ganz gut fand. Er war manchmal ein bisschen schwierig, aber ich habe ihn ganz gerne gelesen und fand ihn auch super spannend, denn die Angst sitzt tief. Genau, hier haben wir auch ein Grippevirus, was die Welt in Panik versetzt. Und es gibt hier eben eine Gruppe, die sich unter die Erde flüchtet und dann sind sie in einer abgeschotteten Welt. Und ja, der eigentliche Feind sitzt aber unter ihm. Ich fand es anfangs super spannend, hinten raus war es mir ein bisschen zu abstrus. Also da habe ich gedacht, ja, aber ich habe das auch vor dem jetzigen Virus sozusagen gelesen. Ja, ich glaube, das Buch ist von 2016, könnte es dann so 2017 gelesen haben, ist schon ein Weilchen her. Aber ich finde, man kann es durchaus lesen, trotz der aktuellen Situation. Also nicht, dass man sich da irgendwo zu viele Parallelen hat. Dann würde ich gerne ein Reisebuch mit reinlegen, was für mich im letzten Jahr wirklich ein kleines Highlight war, nämlich Hashtag 10 Tage in 10 Tagen um die Welt von Christoph Karasch. Ein Buch, das ich richtig, richtig toll fand. Ich weiß gar nicht, wann das ursprünglich geschrieben war, 2015. Nämlich Christoph Karasch hat nämlich seine Community, ich glaube, auf seinem Blog entscheiden lassen, wo er hinreist, wie er das schafft, hat dann wirklich seine Reise geplant, wie er in 10 Tagen um die Welt kommt. Und ich fand seine Gedanken zur Welt, zur Reise super, super toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also habe ich richtig gefeiert letztes Jahr. Das würde ich gerne mit reinlegen. Dann vielleicht noch ein bisschen was Lustiges von Petra Hülsmann. Meistens kommt es anders, wenn man denkt. Ich kann so viel sagen, ich mag Petra Hülsmann ganz gern. Mit dem Buch konnte sie mich nicht abholen. Ich glaube, ich habe das auch tatsächlich abgebrochen. Aber es ist, glaube ich, was, ja, einfach so was Leichtes, Wohlfühliges. Ist von 2019, also ist tatsächlich auch noch gar nicht so alt. Und denke ich, passt jetzt so auch ganz gut in die Mischung, die wir haben. Und jetzt habe ich so ein bisschen was Historisches oder eher noch so ein Jugendbuch. Ich glaube, ich nehme das Jugendbuch. Und zwar von Bettina Behlitz, Mein Date mit den Sternen, Blaues Funkeln. Ist im CBJ Verlag erschienen, ist der erste Band einer Reihe, ist aus 2018. Ist mir damals, glaube ich, auch vom Verlag zur Verfügung gestellt worden.
Es war nicht so ganz meins. Also Bettina Behlitz, ich mochte ihre Reihe mit diesen Nachtmaren sehr gerne, komme jetzt aber auch nicht mehr auf den Namen der Reihe. Dann war es nicht immer ganz mehr so meins. Zudem fand ich das tatsächlich schon sehr jugendlich und da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Verliebt in den besten Freund, verfolgt von bedrohlichen Männern in Schwarz, ein kosmischer Auftrag wirft seinen Schatten voraus. Ja, war leider nicht meins. Ich glaube, ich habe es damals auch nur angelesen und es war nicht so ganz meins, aber vielleicht hat ja jemand, der als nächstes das Paket bekommt, dann auf jeden Fall hoffentlich viel Spaß damit. Und ja, das sind die vier Bücher, die ich reinpacke und ja, ich glaube, es ist eine schöne Mischung in dem Paket, finde ich richtig, richtig toll. Ich bin auch super neugierig, was am Ende dann bei Anka rauskommt. Ihren Kanal natürlich auch unten in der Infobox, also wenn ihr da verfolgen wollt, was dann vielleicht von Beginn über die anderen Unpackings dann wieder bis zum Ende bei Anka ankommt, ja, schaut da gerne mal vorbei, da verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Hat mir eine große Freude gemacht, ich habe vier spannende Bücher auf jeden Fall mitbekommen, das freut mich sehr und gerade die Thriller, also die Thriller-Lust kommt ja immer mal wieder und dann ist es schön, wenn man da auf jeden Fall ein bisschen was da hat. Und ja, ich habe da jetzt Vorrat da. Und ja, das war es jetzt soweit von mir. Ich ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen. Danke auch Anka natürlich für die Aktion. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.